Hallo Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Video von uns. Nach längerer Pause sind wir wieder, beziehungsweise ich erstmal wieder aktiv auf YouTube. Und ich wollte euch erzählen, was in letzter Zeit alles vorgefallen ist, was wir alles gemacht haben, wo wir gerade stehen. Wir haben eigentlich vor, Ende des Jahres standesamtlich zu heiraten. Nur ist das Problem, dass ich türkische Staatsbürgerin bin und Çağdaş ist Deutscher, was leider einige Probleme mit sich bringt, weil ich vom türkischen Konsulat noch gewisse Papiere brauche und wir andauernd zu irgendwelchen Behörden laufen müssen und das alles total lange dauert. Und jetzt wird es momentan ein bisschen knapp, uns einen Termin zu holen, weil ich eigentlich nur noch eine Woche habe und ich danach für 3 Wochen in der Türkei im Urlaub bin. Was das Ganze natürlich erschwert, weil da ich meinen Pass mitnehmen muss, hat Çağdaş auch nicht die Chance, sich hier weiter um die Angelegenheiten zu kümmern. Was heißt, dass wir das Ganze wahrscheinlich erstmal auf Eis legen müssen. Ich hoffe, dass wir das trotzdem hinkriegen, dass wir noch zu diesem Jahr, also Ende dieses Jahres, einen Termin kriegen beim Standesamt. Wäre besser für uns, aber ja, mal gucken, was daraus wird. Was steht noch an? Wie gesagt, ich bin ab in ungefähr 9 bis 10 Tagen bin ich im Urlaub für 3 Wochen. Eigentlich wollte ich ihn total gerne mitnehmen, nur ist das Problem, dass er leider keinen Urlaub bekommen hat dieses Jahr. Wird ein bisschen scheiße, weil ich viel Hochzeit und so schon einkaufen wollte. Ich werde euch da aber auch trotzdem mitnehmen. Ich werde trotzdem versuchen, mindestens einmal die Woche einen Vlog hochzuladen. Was ich mir da nähen lasse, was ich da kaufe, was ich das finde. Und wo ich meine, wo es sich lohnt hinzugehen. Und ja, das wäre es fürs Erste. Sonst gab es diese Woche eigentlich nur ein bisschen Homeshopping. Wir waren ein bisschen bei Zara Home. Und ich zeige euch dann nachher auch, was ich da alles mitgenommen habe. Denn momentan ist ja Sale schon bei Zara Home. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mal hinzugehen, weil da momentan richtig schöne Sachen reduziert sind. Und dann sehen wir uns später nochmal. Hey, da bin ich wieder. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass wir bei Zara Home waren vor einigen Tagen. Und da habe ich ein bisschen was mitgenommen und möchte euch auch gerne zeigen, was. Zurzeit gibt es ja bei Zara wieder Zara Home wieder den Sale und ich habe ordentlich was eingepackt. Ich finde Zara Home, muss ich sagen, momentan ist mein absoluter Lieblings... Naja, Möbel haben die ja nicht wirklich, aber mein Lieblings-Deko-Geschäft, sage ich jetzt mal. Ich finde, dass man alle Sachen, die dort kauft, dass sie einfach qualitativ sehr hochwertig aussehen. Ich mag auch H&M Home zum Beispiel oder Depot, aber ich finde, dass bei Zara Home die Sachen mit am außergewöhnlichsten sind und dass sie einfach gut aussehen und dass sie einfach nicht so billig aussehen wie jetzt zum Beispiel von Ikea oder so. No hate gegen Ikea, aber die Sachen sehen halt billig aus und das sind Sachen, die man nicht überall findet. Ich hatte schon öfter bei Zara Home eingekauft, aber habe ehrlich gesagt gar nicht geschafft, das alles immer zu filmen. Aber das, was ich jetzt habe, zeige ich euch. Und den Rest zeige ich euch dann später einfach mal, wenn ich in einer Wohnung bin, in einer Haustour oder so. Ich habe auch gerne was ganz gut habe. Ach ja, genau. Zum einen habe ich mir solche kleinen Glasschüsseln hier geholt mit so einem... Ja, da sieht man auch schon den Preis für 3,99 €. Die haben hier so einen goldenen Rand und sind halt so ein bisschen, also nicht ganz klar, sondern so ein bisschen milchig, sage ich jetzt mal. Also haben halt so eine gewisse Struktur. Und wir Ausländer kennen das, glaube ich. Ich glaube, jeder Ausländer hat so ein Schälchen zu Hause. Davon habe ich mir 3 mitgenommen. Die anderen verpacke ich jetzt mal nicht aus. Das ist ja genau die gleiche. Und die ist von reduziert von 5,99 € auf 3,99 € gewesen. Und das kann man halt für entweder so Cheddles, also so Nusskrams und sowas ganz gut benutzen. Oder ich dachte auch so beim Essen für Dips oder Soßen oder was auch immer. Also alles, was halt in kleinere Schälchen kommen könnte. Und ja, ich finde die richtig, richtig süß und die passen halt zu meinem ganzen Goldkram in meiner Wohnung. Und das ist das Erste, was ich so mitgenommen habe. Als Nächstes habe ich hier eine Vase. Ich habe total viele Vasen, glaube ich, gekauft. Ich habe irgendwie im Kopf, dass ich schon sehr viele habe. Ich habe hier auch viele schon weggeräumt, deswegen bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher, was ich alles habe und was nicht. Aber und zwar habe ich hier eine Vase auch fürs Wohnzimmer gedacht, in Gold und ein bisschen so einer Kroko-Optik. Und ich finde, die sieht super, super geil aus.
War von 23 Euro auf 13 Euro reduziert, finde ich einen richtig guten Preis. Und ich habe mir sogar zuerst eine andere Vase angeguckt, die halt komplett klar war und hier oben nur so einen goldenen Riemen sozusagen hatte. Und ich glaube sogar, ich habe so eine ähnliche Lampe schon, Lampe sag ich, Vase schon mal bei Depot gekauft. Aber dann meinte Charles was ganz Logisches zu mir, wo ich mir dachte, ja Mann, du hast voll recht. Die Vasen waren halt gleich groß und ziemlich ähnlich aufgebaut. Und er meinte, wofür willst du die Vasen benutzen? Ich meinte, ja, für Blumen. Und da meinte Herr Schatz, ganz ehrlich, wenn du in diese Vase mit dem goldenen Riemen Blumen reinstellst, wird man das Gold nicht mehr sehen und das wird total unnötig sein. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du hast total recht. Und ja, ich habe mich auch irgendwie mehr angesprochen und deswegen ist es diese Vase hier geworden. Ist schon ein richtiges Glas. Also man sollte natürlich aufpassen, dass man sie nicht runterfallen lässt, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht so ein billiges, super dünnes Glas. Finde ich auch gut, dass die bei Zara alles in so eine Schutzfolie einwickeln, wenn man das haben möchte. Also es gibt es echt nicht überall. Ich mag diesen Laden einfach total gerne. Dann habe ich hier zwei Bilderrahmen mitgenommen. Ich kann eigentlich auch nur einen von beiden aufmachen. Einer war noch einfoliert. Ich glaube der hier, keine Ahnung. Genau, das ist der offene. Den dachte ich, kann ich, oder ich habe beide halt, kann ich halt in mein Schlafzimmer sehr schön tun. In meinem Schlafzimmer möchte ich nämlich mehr silberne Elemente einbringen. Und so sieht der Bilderrahmen aus. Ist halt verspiegelt. Und ich mag es halt, dass der hier noch so ein Metalldetail hat, das nicht komplett verspiegelt ist. Also es ist total, ja, ich versuche euch gerade nicht zu blenden mit dem. Ich finde es total elegant und ist halt auch eine relativ gute Größe, also 13 zu 18. Ich dachte, die kann ich in mein Schlafzimmer vielleicht ganz schön auf Nachttische stellen, mit solchen paar Fotos, also Hochzeitsfotos oder so. So, das war so ein fetter Fingerfleck. Ja, es hat doof, dass man da halt so viele Flecken drauf sieht, aber ich finde, das sieht total edel aus und ist auch total hochwertig. Ja, im Laden gab es diese hier in richtig Silber, falls ihr den auch sucht und euch angucken möchtet. Und es gab welche, die hatten so einen leichten Blauschimmer auf dem Spiegel. Hätte ich vielleicht auch nicht gemerkt, wenn ich den daneben nicht gesehen hätte. Das war der einzige, der da stand. Und dann war da zum Glück in der Filiale eine sehr, sehr nette Kollegin, die dann nochmal ins Lager gegangen ist und mir noch so einen komplett einfolierten rausgeholt hat. Ja, und der Spiegel ist von 18 Euro auf 10 Euro reduziert gewesen und ja, direkt zwei mitgenommen. Finde ich richtig, richtig schön. Dann habe ich hier diese Schatulle, würde ich es jetzt mal nennen, mitgenommen in Beige und auch aus Glas. Die ist innen einfach schwarz, da ist nichts Besonderes drin, außer halt diese Silika-Dinger da. Ist halt überall verspiegelt und diese Schatulle, tja, gute Frage. Ich weiß nicht, was sie vorher gekostet hat, weil da kein alter Preis drauf klebt. Auf jeden Fall war sie auf 10 Euro reduziert. Ich hoffe, sie hat auch vorher 10 Euro gekostet, sonst fühle ich mich ganz schön verarscht. Aber ich denke ja schon. Das war leider auch die letzte, die es dort gab. Ich finde sie richtig, richtig schön. Ich habe auch schon ähnliche Glasschatullen und Boxen bei TK Maxx gekauft. Sehr, sehr schön. Auch in Beige und Weiß und Gold marmoriert. Die sind aber so ein bisschen größer. Weiß noch gar nicht, wo ich die genau benutzen werde, aber da ich allgemein in meiner Wohnung in Beige und Creme und Weißtöne will, dachte ich, irgendwo wird sie ihren Platz finden. Und ich finde einfach, dass das sehr, sehr hochwertig wieder aussieht und fühlt sich auch richtig gut an. Man muss halt nur aufpassen, dass man es nicht zerkratzt, aber das denke ich, werde ich hinkriegen. Vielleicht kommt es in mein Schlafzimmer für Schmuck oder so oder keine Ahnung, irgendwas werde ich dafür finden, aber ich finde das auch so wie alles, was ich gekauft habe, sehr, sehr, sehr schön. Und übrigens, für die, die das auch finden und kaufen wollen, das Teil gehört so nicht, dass sie euch irritiert und sagt, da ist irgendwas schief, weil wäre das nicht, würde das natürlich so nicht aufgehen. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann zeige ich euch mal den Grund, warum mein ganzer Einkauf und meine ganze Tüte so unglaublich gut riecht. Oh mein Gott. Ich liebe Duft und alles, was mit Düften und Parfums zu tun hat. Und ich habe im Winter bei Zara Home eine Duftkerze entdeckt mit dem Geruch Nordic Leather. Und ja, die war im Winter dort zu finden. Ich war halt so bescheuert und habe nur eine mitgenommen, weil mir der Geruch da so gefallen hat. Und dann war die Kerze weg. Und ich war aufgeschmissen, weil dieser Geruch einfach so, so Haare kaputt.
Style war. Also es war so ein guter, angenehmer Geruch. Und die Kerze wurde jeden Tag bei mir den ganzen Tag angezündet und wirklich, wenn ich sie im Wohnzimmer angemacht habe, hat die ganze Wohnung danach gerochen. Also richtig, richtig intensiver Geruch. Und dann war die Kerze nach einem Monat oder so vielleicht nicht mal, weil sie wirklich jeden Tag an war, weg. Und ich war am Boden zerstört, weil sie bei Zara nicht mehr zu finden war. Jetzt habe ich sie zum Glück nochmal gefunden. Von 16 € auf 9,99 € jetzt reduziert. Ich muss aber sagen, ich habe sie im Winter für 7,99 € gekauft, aber nicht so schlimm. Und davon habe ich mir auch gleich 2 Stück mitgenommen. Und ich muss auch sagen, dass die Verpackung im Winter eine andere war als diese hier. Ich habe mich zum Glück an den Namen erinnert und an den Geruch selbstverständlich. Im Winter war das Glas komplett blickdicht und es war noch so ein schöner goldener Deckel drauf. Ist jetzt kein Drama, dass es nicht dabei ist und ist jetzt auch kein Drama, dass es blau ist, weil es riecht bombastisch. Also das riecht so ein bisschen so Moschus und erdig, also so Patchouli und Vanille-Richtung. Also wenn ihr so erdige Düfte mögt, ist das der Burner. Also ist nicht jedermanns Ding, das weiß ich, aber ich finde es richtig, richtig geil. Ich könnte da drin baden, ich könnte da drin schlafen, ich könnte alles mit dem Geruch machen. Und ja, diesmal habe ich mir vorsichtshalber gleich 2 mitgenommen. Und unglaublich, also ich habe die jetzt zurzeit in meinem Kleiderschrank drin, weil ich noch keinen Platz für die genau habe. Aber mein ganzer Schrank riecht danach. Und das ist noch in der Verpackung heute. Also mein Schrank riecht danach, meine Tüte riecht danach, meine ganzen Sachen hier riechen danach. Und Zara Duftkerzen sind wirklich, wirklich toll. Sind ein bisschen teurer, aber im Sale finde ich, lohnt sich das schon sehr. Und die Düfte sind so intensiv und verteilen sich im ganzen Raum und im ganzen Haus oder Wohnung. Deswegen schaut sie euch gerne auch an. Ja, bei Zara sind die so schlau und so klug, die Sachen, zumindest Gläser und Teller, so eine Box dafür rauszugeben. Was ich richtig gut finde, weil ich auch wieder keine Ahnung hatte, wie ich die sonst hätte verstauen sollen. Und zwar habe ich mir Gläser gekauft. Also ich habe schon viele Gläser eigentlich. Also ich habe normale Trinkgläser und alle. Ich habe schon echt viele Gläser gekauft, aber ich will halt gerne ein extra Set für Gäste haben, was Gläser angeht, was Besteck angeht, was Teller und so angeht. Und ich wollte halt Gläser haben, die wieder zu dem ganzen Thema Gold passen. Es hört sich halt so kitschig an, als hätte ich nur Gold gekauft, aber ich habe auch viel im Beige und so, Leute, vertraut mir, das wird gut. Und da habe ich diese Gläser hier gefunden. Diese ähnlichen Gläser gibt es momentan auch bei Depot und auch bei H&M Home. Aber da muss ich sagen, zum Beispiel das hier hat normal 3,99 € gekostet und jetzt war es auf 2,99 € reduziert. Und ich habe davon 10 Stück mitgenommen. Und ich muss sagen, zum Beispiel bei H&M Home hat mir die Glasqualität nicht gefallen. Also erstens waren im Glas richtig viele Dellen. Und ich kann euch das mal vom Nahen zeigen. Vielleicht erkennt ihr das, dass die Qualität vom Glas einfach richtig ebenmäßig ist und das nicht so verdellt aussieht. Na, fokussiere. Ja. Und dass es halt nicht so verdellt aussieht und dass das Glas auch nicht so ultra dick und nicht so ultra dünn ist. Also super dicke Gläser finde ich auch wieder nicht schön. Ich finde, Gläser können ruhig ein bisschen feiner vom Glas sein. Und ich finde das total schick, einfach sich da hinzustellen, halt so als Wasserglas. Das gab es auch als Weingläser und als Sektgläser und so, aber das dachte ich mir, hat jetzt noch Zeit, das ist jetzt nicht so wichtig. Und wie gesagt, die gibt es auch in anderen Geschäften so ähnlich, aber ich würde euch empfehlen, auch die von Zara anzugucken, weil die qualitativ, finde ich, am besten sind, von denen ich gefunden habe. Sehr zu empfehlen. Ja, meine Lieben, das war auch schon der Haul und das heutige Video. Ich freue mich, dass ich wieder ein bisschen was drehen kann und wieder ein bisschen aktiver auf YouTube sein kann. Und ja, in den nächsten ein, zwei Videos wird Chavish erstmal noch nicht dabei sein, aber dann ab dem Zeitpunkt, ab dem ich im Urlaub bin, dann doch wieder. Und ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei dem Video. Ich habe total Spaß dran, wieder zu drehen. Also, es wird richtig cool, auch jetzt im Urlaub und zu werden. Und wenn ihr mehr solcher Hauls sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da. Vergesst uns nicht zu abonnieren. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal.